Von Impfschäden. Mittlerweile kommt das Ganze im Mainstream immer mehr an. Da mag der ein oder andere aus dem Fahrrad vielleicht das Ganze belächeln, aber vielleicht erwischt es ja auch ihn früher oder später. Schauen wir mal. Was gibt es noch da so zu sagen? Gerade ganz aktuell haben wir natürlich auch mit den 2,5 Jahren, die wir hinter uns haben, die wir auf die Straße gehen. Wir haben jetzt vor einer Woche das Einjährige hier in Hannover gefeiert, einjähriges Montagsspaziergänge. So wie in ganz Deutschland gehen ca. 200.000 Orte jede Woche spazieren. Und das wisst ihr sicherlich auch, da erzähle ich euch auch nichts Neues. Gab es natürlich auch in der Vergangenheit sehr viel Willkür und auch sehr viel Gewalt von Ordnungshütern. Auch wenn die Beamten, mit denen ich vorhin gesprochen habe, hier einen sehr netten und guten Eindruck machen, dass wir hier vernünftig gehen können, gibt es natürlich auch andere Kollegen, die einfach wahllos, ziellos, sei es auf Befehl oder aus Frustration oder was auch immer, auf Spaziergänge eingeprügelt haben. Und Gott sei Dank, heute ist der Erste verhaftet worden, was heißt verhaftet worden, verurteilt worden, muss man sagen. Er hat, ich meine, es waren 9 Monate auf Bewährung bekommen und noch eine Geldstrafe. Und das ist eigentlich noch viel zu wenig. Letzten Endes muss es noch viel, viel mehr erwischen. Es müssen alle zur Haftung gezogen werden, zur Rechenschaft gezogen werden. Die sich einfach nicht konform verhalten haben. Und alle, die bei ihren Amtszeit abgelegt haben, wissen auch, dass sie eine Pflicht haben zur Demonstration. Und wenn sie natürlich Befehle erhalten, die sie nicht ausführen oder für unsinnig halten, dann müssen sie natürlich auch gegen angehen. Und das hat sicherlich auch den einen oder anderen von uns hier betroffen. Von einigen weiß ich, dass sie Verfahren haben aus reiner Willkür. Und das kann natürlich nicht so weitergehen. Grundsätzlich aber gehen wir in erster Linie natürlich für das Thema Haftung von Impfschäden auf die Straße und natürlich auch die Leute, Passanten, Anwohner immer noch weiter aufzuklären, was eigentlich mit diesem Genexperiment passiert ist und wie viele Menschen darunter leiden und was das für schwere Folgen hat. Und es geht ja schon los, dass man ja nicht einfach mal einen Impfschaden ersetzt bekommt oder so dergleichen. Also wenn ich natürlich irgendwelche körperlichen Einschränkungen habe, dann habe ich die erstmal. Die sind mit Geld erstmal nicht loszuwerden. Und das nächste ist, ich bekomme ja auch nicht einfach mal eben Geld. Also das alleine schon, dass das als Impfschaden anerkannt wird, ist ja schon die Schwierigkeit an und für sich, weil natürlich auch über diese ganzen 2,5 Jahre auch sehr viele Ärzte und Psychologen diesem ganzen Narrativ auch verfallen sind. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja, wir haben irgendwie -4 Grad. Dafür finde ich es gut, dass ihr auf der Straße seid. Es ist hier unser letzter Hannover-Spaziergang vor Weihnachten. Wir laufen durch die List. Und da waren wir schon mal und ich weiß, dass da auch manchmal der ein oder andere Stinkefinger kam. Ich würde gerne anhalten, wenn sowas passiert. Habt bitte die Augen auf, guckt ein bisschen rechts und links, wenn da Eier geworfen werden, Äpfel, irgendwas an Lebensmittel, bitte sagt Bescheid. Wir halten dann gerne an und unterhalten uns mit denen und gehen mit der Polizei dahin, das würde ich so sagen. In Limmer habe ich einen Eimer Wasser auf den Kopf bekommen, Respekt, das war eine volle Ladung. Obwohl wir in der Nebenstraße waren, da habe ich zur Polizei das gesagt, die wollten sogar hin und das war es mir nicht wert. Inzwischen ist es mir das wert. Wir waren am Kröpke mit Scheele und diese Nummer mit den Reichsbürgern hat gezeigt, dass man jetzt uns auch als Reichsbürger beschuldigt. Also wie auch immer, die Mainstream-Medien, die ziehen wieder und ich lasse mir das jetzt nicht mehr gefallen. Also irgendwann ist auch mal gut mit meiner Geduld, mit Herzchen zeigen und Seifenblasen. Hat sich mal erledigt bei mir. Okay, so, dann würde ich gerne mal was einspielen. Ich hoffe, das schaffen wir jetzt. Wir suchen. Ein kleiner Scheibenwischer. Ach, wie süß, ja, das ist ja nix, ne? Anja. Anja. Wir dürfen mal in die Stinkefinger reinbeißen. Ja. Immer reinbeißen, die Stinkefinger. Gut. Alle drei rausbeißen. Erstmal den Olaf. Oh, warte, machen das doch anders. Wir spielen mal ein bisschen was also, von unseren Politikern. Ich habe die Erlaubnis, es sind immer nur ein paar Sekunden. Wie
willst du das machen? Ja, wenn einer mir sowas zeigt oder so. Von wem? Einer hat mir das gemacht. Ja. Genau, da kam jemand zu mir und sagte, ich sei Elektroofen gerade auf den Ofen umgestellt. Und da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Oh. Ja. 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 So, ne? Olaf Scholz lacht nämlich doch manchmal. Nur halt meist an der falschen Stelle. Neulich kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Ja, genau. Ja. Also das findet unser oberster Chef, unser Olaf, lustig im besten Deutschland aller Zeiten, wenn die Leute nicht mehr wissen, wie sie jetzt ihre Energie irgendwie Versorgung finanziell stemmen können. Und dabei haben unsere Politiker doch eigentlich etwas geschworen. Jetzt kommt die kleine nächste Einspielung. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ich schwöre es. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ich schwöre es. Ich schwöre es. Ich schwöre es. Ja, lieber Gott, wo bist du, wenn man dich mal braucht? Also ich weiß, warum ich aus der Kirche ausgetreten bin. Das ist jedenfalls total in die Hose gegangen, die Nummer. Sie haben alle geschworen, irgendwie Leid von der deutschen Bevölkerung abzuwenden. Und das hat jetzt also nicht so geklappt. Also mit dieser Gasnummer haben sie schon mal sehr viele teilweise auch in den Ruin getrieben. Das wird jetzt alles noch kommen mit dem Mittelstand. Die Bäcker sind schon am Kollern. Egal wer auf Gas angewiesen ist und den 3-4-fachen Preis zahlen muss, inzwischen wird er Probleme bekommen. Wie wir alle wissen, bis 2030 zahlen wir das Gas eh an Putin. Wir schaden damit nicht Putin, wir schaden unsere eigene Bevölkerung. Und das muss denen jetzt einfach mal klar sein. Wir müssen einfach irgendwie anders damit zurechtkommen. Es darf keine Waffenlieferungen mehr geben. Wir müssen verhandeln, irgendwie. Ich bin kein Politiker, aber dafür werden die stark bezahlt, gut bezahlt. Wir haben Berater ohne Ende, so viel wie noch nie. Kleine Pause. Okay. Okay, dann können wir jetzt mal zu meinem eigentlichen Thema heute Abend kommen. Herr Lauterbach hat mal wieder etwas losgelassen, endlich. Ja, dass es sich hier um eine Komplikation des Impfstoffes handelt, ist überwältigend hoch. Das ist einfach so. Das muss man einräumen. Das ist keine normale Thrombose, sondern hier wird zum Schluss rauskommen, das ist eine Komplikation des Impfstoffes. Jawohl, wenn das so weitergeht, sehen wir echte Probleme. Thrombosen, Embolien, Myokarditis, Endokarditis, abgefallene Beine, Zehen, sowas haben wir alles inzwischen. Jetzt ist der Mainstream auch angekommen, Sie merken es langsam. Vorgestern hat Tom Lausen, ein Datenanalyst, ich liebe ihn, weil er so verdammt sachlich ist, ganz ruhig und ganz, ganz trocken die Sachen raushaut. Natürlich ist das angeblich wieder alles nicht richtig gewesen, aber das Pfei hat wohl seine Arbeit nicht gemacht. Das Paul-Ehrlich-Institut wird jetzt angewiesen, da gründlicher drüber zu sehen. Es geht um ganz viele Tote, die nun doch durch die Impfungen wohl passiert sind. Es sind Menschen gestorben. Wenn wir an die Schweinegrippe denken, soweit ich weiß, gab es da ein paar Tote, dann wurde die Impfung zurückgenommen. Hier sind es diverse Tote. Einer. Also Nebenwirkungen ohne Ende und die Impfung läuft weiter. Und es gibt auch noch 2G in Krankenhäusern, wenn man sich einen Vortrag über Herzprobleme anhören will. Jetzt noch, im November, eine Frechheit. Dann gibt es eine, oder wir haben uns ja immer Sorge gemacht über die Nebenwirkungen der Impfung. Ich weiß nicht, ob ihr den Herrn kennt, der heißt Tino Sorge. Der Name ist Programm Sorge. Ein Magdeburger Politiker ist das, der sitzt im Gesundheitsausschuss und der hat jetzt gesagt, es ist überfällig, es muss jetzt unbedingt ran, es muss geschaut werden, wo die Nebenwirkungen herkommen, was damit ist und wie die Impfung überhaupt noch weitergehen kann. Also, Herr Tino Sorge, CDU-Politiker aus Magdeburg, er hat es verstanden. Der Mainstream wartet, Tom Lausen, Tino Sorge, Sorge ist Programm. Das läuft jetzt. Warten wir auf die nächsten Tage, was da passiert. So, ich denke, wir können jetzt langsam los.
können wir wieder einatmen. Kommt einfach so aus dem Nichts, die Wahrheit. Ja. Man kommt nicht mehr dran vorbei. Wenn die Menschheit das einatmen würde, CO2... Das ist jetzt das weiße Blatt Papier oder China? Die Rückseite der Wahrheit. Ja, genau. Auf welcher Seite stehen wir? Auf der hier. Nee, für die Seite stehen wir, aber wir haben die Wahrheit für uns gepachtet. Nee, das haben wir nicht. Aber doch, doch, doch. Die Leute, die behaupten, sie hätten, ja, die haben sie nicht. Ja. Und trotzdem können wir nicht lachen, ne? Nee, nicht mehr so. Nee. Unsere Antwort Widerstand!